Herzlichen Dank. Oi, grüß dich. Ich freue mich über deinen Wahnsinnserfolg, den du im Moment genießen kannst. Ich freue mich aber, dass du schon so lange der Goldenen Eins und der Fernsehlotterie insgesamt treu geblieben bist. Was hast du denn ausgedacht dir heute Abend? Also für heute habe ich mir ausgedacht, in all den 26 Jahren, in denen ich nun meine romantischen Lieder singe, gibt es immer wieder oder hat es immer welche gegeben, die mich etwas abwertend als Schnulzenhaine bezeichnet haben oder bezeichnen. Ja? Und denen möchte ich heute mal zeigen, dass ich außer meinen romantischen Liedern auch noch was anderes kann. Ich stehe dazu, ich stehe zu Gefühlen. Aber wie gesagt, früher mit meiner eigenen Band habe ich für die Amerikaner in Augsburg, meiner Heimatstadt, ein bisschen andere Musik gemacht. Und ich habe jetzt extra für die Sendung bei mir im Studio mit meiner Band ein Playback aufgenommen und singe jetzt live dazu von etwas, was man von Roy Black nicht so kennt. Welchen Titel habt ihr ausgesucht? Wir nehmen Beethoven. Gut, Roll over dann Beethoven. Machen wir auch die richtige Stimmung im Licht. Alles Black, bitte. Bitte. I'm gonna write a little letter and mail it to my local DJ. Well, it's a rockin' little record, I want a man Chucky to play. Roll over Beethoven, I'm gonna hear again today. You know my temperature's rising, the jukebox blow the fuse. Oh, my heart beats a rhythm, so gotta sing in the blues. Roll over Beethoven and tell Tchaikovsky the news. Well, if you feel it and like it, come get your lover and breathe and rock it. Rolling over and move on up, just try together and breathe and rock it. Rolling over, roll over, Beethoven, tell Tchaikovsky the news. Das war Rocky Black. Ja, ja. Musik aus unserer Jugend, ne? Ja. Wie hieß denn deine Band damals? Die Band hieß damals die Cannons. Das waren alle Schüler wie ich. Das war in meinem Abiturjahr 64. Und mein Name Roy Black ist entstanden, weil wir für die Amerikaner Musik gemacht haben. Das heißt, Damals schon. Also der Name ist von uns selber gemacht worden. Blackie nannte mich meine Schulkameraden. Roy Orbison, großes Idol von mir. Daraus wurde Roy Black. Und der Name ist auf die deutschen Platten dann übernommen worden. Und die Antwort auf Roy Black war wesentlich später Jack White. Der wurde deswegen weit genannt, weil ich Blackie ist. Also ich denke, er war beim selben Produzenten.